Sins need to be forgiven. Weil Sünden müssen vergeben werden. There are so many words that become such part of our religious habit. Da gibt es solche Worte, die ein Teil unserer religiösen Gewohnheiten werden. We have to remove out from our vocabulary. Und die müssen wir aus unserem Wortschatz auslöschen. You know, Reinhard, I can't do it. Ja, Reinhard, ich kann das nicht tun. Say, Reinhard, this is very hard. Sag lieber Reinhard, das ist sehr schwierig. But the very fact to say I can't, it means you're limiting God's power. Aber nur schon zu sagen, das kann ich nicht, limitierst du Gottes Kraft und Fähigkeit. Do you know, I remember once this really this huge revelation hit me where the Lord said, ich erinnere mich, als diese große Offenbarung in mein Leben kam und der Herr sagte, I wanted to completely remove this vocabulary from your heart, your heart. Ich will, dass du diesen ganzen Wortschatz aus deinem Herzen auslöscht. We are cursing ourselves so much throughout the day. Wir verfluchen uns selber den ganzen Tag lang. I can't. Ich kann das nicht. I'm nothing. Ich bin nichts. I'm not sufficient. Ich bin nicht genügend. These are all curses that you can't have them. Das sind alles Flüche, die wir nicht haben können, tolerieren können in unserem Leben. What we need to do is we need to replace them with words that edify, that do us good, that bring life. Und was wir tun müssen, ist diese zu ersetzen mit Worten, die stärken, auferbauen, Leben bringen, gut tun. I can do everything because Christ lives in me. Ich kann alles tun, weil Christus in mir lebt. Nothing is impossible because I believe, and to those who believe, all things are possible. Nichts ist unmöglich, weil ich glaube, und für diese, die glauben, ist alles möglich. You know, when somebody sneezes in my house. Und wisst ihr, wenn jemand in meinem Hause niest? Because in my house we speak English. Weil bei uns zu Hause reden wir Englisch. We teach Clayton and Debbie, and we always spoke English. Um Clayton zu lehren, aber Debbie und ich haben schon immer Englisch gesprochen. In English, in America. You always have to say God bless you when somebody sneezes. You always. In Amerika, da muss man immer sagen, Gott segne dich, wenn jemand niest. Das ist in der Kultur sehr verankert. It's almost like you don't have an action. Das ist wie wenn du eine automatische Reaktion hättest. Ich habe das nie gesagt. Yesterday Marina sneezed. Und gestern hat Marina geniest. I looked at her and said, "You are blessed." Und ich habe sie angeschaut und gesagt, du bist gesegnet. So we need to declare life. You need to declare health. We need to declare victory. Das heißt, wir müssen Leben, Gesundheit und Sieg deklarieren, aussprechen. Once we do that. Und wenn wir das mal tun. Things are going to change. Dann werden die Dinge sich verändern. I'll give you simple, a very subtle. Fine line. Ich kann euch eine ganz schmale Linie geben. Say, I have pain. Sagen, zu sagen, ich habe Schmerzen. That's okay. Das ist okay. To say I'm sick is wrong. Aber zu sagen, ich bin krank, ist falsch. Hang on. Schau mal. Why is it wrong to say I'm sick? Wieso ist es falsch zu sagen, ich bin krank? Because I'm healed in the stripes of Jesus. Weil ich bin in den Striemen Jesu geheilt. Why can I say I have pain? Wieso kann ich denn sagen, ich habe Schmerzen? Because I do. Weil ich es habe. So I'm healed in Christ and I still feel pain. Also ich bin geheilt in Christus, aber ich spüre Schmerzen. What's the problem? Was ist das Problem? If your heart believes that you're healed and you declare it with your mouth, the pain will be overcome. Weil wenn du in deinem Herzen glaubst, dass du geheilt bist, dann wirst du diesen Schmerz überwinden können. The more you keep declaring what you feel and see, the more it will become your experience. Aber je mehr du deklarierst, was du siehst und fühlst, umso mehr wird das deine Erfahrung sein, wie du es erlebst. Throw some words out of your house. Und deshalb schmeiß diese Worte aus deinem Haus raus. You have the... Du hast diese Autorität. Now, if you like this, wenn du das magst, comment. Dann kommentiere, teile es. Tell us how you feel about it. Sag uns, wie du darüber fühlst. And tell us stories. Und erzähle uns oder schreibe Geschichten des Siegers da unten hin. Thank you. Okay, danke. Yeah.